Freunde, seid gegrüßt hier auf meinem YouTube-Kanal. Es ist wieder Zeit für Diego White. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen, liebe Abonnenten und herzlich willkommen, liebe Patienten. Ihr seht es schon im Titel, heute geht es wieder um die beiden Beef-Gegner Bösemann und Kolja Goldstein. Zuletzt hatten wir ja wirklich das Thema behandelt mit der Observation, ja, mit diesem Foto angeblich, dass Bösemann irgendwie beschattet wird von der Mokro-Mafia und von Kolja Goldsteins Leuten und so weiter. Bösemann hat es bestritten. Bösemann wurde ja irgendwie, jetzt war es doch ein Videodreh wahrscheinlich, wo er verhaftet wurde oder auf Schießpulver und Drogen untersucht wurde. Man weiß nicht ganz, ja, es sind viele Informationen unterwegs und es sind wirklich wilde Theorien unterwegs. Und ja, Kolja Goldstein sagt ja, wenn ich dich kriege, wird sehen, also er redet nicht viel, er macht so auch irgendwie so Pseudo-Instagram-Nachrichten oder Stories, ja, von, wo man halt viel Interpretationsraum hat. Bösemann schießt natürlich zurück. Jetzt haben wir hier Folgendes bei Instagram: Er war live oder in einem Livestream zu Gast bei Werner, ich weiß gar nicht, wie der heißt weiter. Wurde er telefonisch dazu beigeholt und jemand hatte eine Frage zu diesem ganzen Beef-Thema. Wir hören mal ganz kurz rein zusammen und dann schauen wir uns mal an. Ich stelle sie jetzt einmal und dann könnt ihr mal ein Statement dazu geben. Wie ist denn jetzt die aktuelle Situation bei der Geschichte mit Bösemann? Wirst du dich dazu äußern, ja oder nein? Das ist die Frage vom Chat. Ich bin jemand, genau wie der Werner, ich mache meine Sachen nicht im Internet, ich bin nämlich draußen jeden Tag. Da kläre ich meine Sachen und deswegen dem bin ich nachgekommen, meiner Verpflichtung als Mann. Deswegen kein Kommentar weiter. Okay, alles klar. Also Chat hier nochmal. Es gibt keine weiteren Fragen diesbezüglich, aber ihr könnt gerne andere Fragen stellen. Ich stelle sie jetzt einmal und dann könnt ihr mal ein Statement dazu geben. Wie ist denn jetzt die aktuelle Situation bei der Geschichte mit Bösemann? Wirst du dich dazu äußern, ja oder nein? Das ist die Frage vom Chat. Ich bin jemand, genau wie der Werner, ich mache meine Sachen nicht im Internet, ich bin nämlich draußen jeden Tag und da kläre ich meine Sachen. Okay, haben wir zweimal gehört, sorry, es war zweimal dasselbe. Also, ihr seht es schon, Kolja Goldstein will sich jetzt nicht so krass äußern, ich mache meine Sachen nicht im Internet, sondern er sagt so, Real Life klärt schon, er wird schon sehen, ja, wenn ich ihn im echten Leben irgendwie begegne oder sehe, wir sind Männer, also die das nicht im Internet machen. Ich glaube, Bösemann hat ja auch mal das Gleiche gesagt oder so. Ja, man wird sehen, so, was das Real Life bringt. Und wir sind auch keine Internet-Kinder und Kindergarten und hast du nicht gesehen. Wie gesagt, wir wünschen natürlich niemandem körperliche Gewalt. Wir hoffen, dass es alles so in diesem Entertainment-Bereich bleibt. Aber wie gesagt, das sind wirklich zwei Gegner, die ein sehr hartes Image haben, ein sehr hartes Image pflegen und ihren Ruf natürlich auch schützen wollen. Weil wenn am Ende jetzt hier wieder nichts passiert, ja, oder am Ende heißt es einfach, Rücken hat geklärt, dann ist es gut, aber wenn das jetzt sich in die Länge zieht und so weiter, die müssen natürlich auch auf ihren Ruf aufpassen, weil die verkörpern ja auch ein Image. Und ja, schreibt es mir mal gerne unter die Kommentare, was ihr so davon denkt. Ansonsten, Freunde, kommt auch gerne in den Hasenstall. Ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, eine hasenwilde WhatsApp-Gruppe. Ansonsten abonniert den Kanal, lasst ein Like da, lasst ein Kommi da und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Das war euer Man, Diego White. Bang, bang, Freunde.